Ja, liebe Leute, ich bin's wieder, euer RazerLP und willkommen zu einem zweiten GIMP-Tutorial von mir für euch und überhaupt. Wir beschäftigen uns heute wieder mit einer grundlegenden Technik. Und zwar haben wir beim letzten Tutorial ja schon mit Rendern gearbeitet und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie ihr mit GIMP denn überhaupt einen solchen Render erstellen könnt. Heißt, wie ihr euch eine Figur, ein Motiv oder irgendetwas aus einem Bild ausschneidet, das drumherum entfernt, das alles auf transparent setzt, dass ihr das in anderen Projekten, so wie unsere nette Anime-Dame aus dem letzten Part, verwenden könnt. Und dafür habe ich mir auch wieder was zurechtgelegt. Das Ganze dürfte ich finden unter... Tutorials, genau, das ist falsch. Wo habe ich das denn? Da, Tutorial Render erstellen. Gut, da haben wir es. So, wir werden das jetzt mit einem relativ einfacheren machen. Und zwar mit unserem netten Viech hier in der Mitte, inklusive die Kätzchen. Den Schatten werde ich weglassen. Den werde ich also gleich wegschneiden. Und... ja, was brauchen wir, um den weißen Hintergrund zu entfernen? Bei so einem Bild habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Da wäre es relativ einfach, über Farben zu gehen. Bei Farben zu sagen, Farbe zu Transparenz und Weiß zu Transparenz setzen. So, jetzt habt ihr das so. Macht, wenn ihr wollt, noch das Teil weg, indem ihr das auswählt irgendwie und entfernen drückt. Da könnt ihr jetzt hier halt die einzelnen kleinen Parts wegmachen. Ihr seht das ja. Im Notfall muss man halt auch mal ein bisschen näher ranzoomen. So, den noch weg und den noch weg. Jetzt hätten wir das. Jetzt könnten wir das so abspeichern als PNG. Aber das ist nicht das, was ich euch heute zeigen wollte. Deswegen werden wir jetzt so vorgehen, wie ich euch das zeigen wollte. Das, was ich euch zeigen wollte, womit ihr auch aus bunten Bildern etc. Dinge ausschneiden könnt, dafür brauchen wir dieses Fadewerkzeug. Das benutzen wir. Erstmal zoomen wir rein. Und wenn ihr jetzt mit diesem Fadewerkzeug irgendwo hinklickt, kriegt ihr so einen Fadpunkt. Und diese Fadpunkte könnt ihr jetzt verbinden. Und wenn ihr auf Auswahl, Auswahl von Pfad geht, wählt ihr euch das aus, was ihr verbunden habt. So, wir wollen die Pfade aber anders setzen. Wir wollen die Pfade nämlich jetzt entlang unserer Figur setzen. Heißt, wir werden jetzt hier außen rum einmal komplett einen Pfad ziehen. Je genauer ihr da arbeitet, das heißt, je weniger Abstand ihr zwischen den Teilen lasst, umso genauer wird es dann hinterher. Und ich würde sagen, ups, das war falsch. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich hier fertig umrandet habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wie ihr seht, habe ich jetzt fertig umrandet. Ich habe das Ganze relativ ungenau gemacht, deswegen wird das wahrscheinlich kein so schönes Ergebnis. Je genauer ihr dabei dann arbeitet, umso schöner wird halt euer Ergebnis. Wie ihr jetzt seht, habe ich einmal das komplette auszuschneidende Bild mit den Faden umrahmt. Und jetzt gehen wir hin und werden die Auswahl vom Pfad nehmen. Da seht ihr schon, leuchtet es so ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt den Bereich ausgewählt, den wir markiert haben. Das ist, wie ihr hier seht, unser Gesicht. Und wenn wir jetzt entfernen drücken, verschwindet das. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht das entfernen, was wir ausgewählt haben, sondern wir wollen alles drumherum entfernen. Deswegen machen wir das gerade mal rückgängig. Und gehen über Auswahl invertieren. So, wenn wir die Auswahl invertiert haben, das findet ihr hier. Seht das? Oder über Steuerung I könnt ihr das auch machen. Wenn wir dann auf Entfernen drücken, verschwindet alles um unser Bild herum. Was wir jetzt noch haben, wir haben noch den weißen Hintergrund. Da habe ich euch ja schon gezeigt, wie man den dann ausblenden könnte. Ihr habt allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr die Auswahl nämlich nicht invertiert habt,
heißt, dass in der Mitte ausgewählt ist. Und wenn ihr entfernen drückt und alles würde verschwinden, das könnt ihr auch einfach kopieren. Über Rechtsklick, Bearbeiten, Kopieren. Wenn ihr jetzt hingeht und eine Datei aus der Zwischenablage erstellt, babäm, habt ihr es, wie ihr es haben wollt, sogar mit transparentem Hintergrund, wie ihr hier seht, dann müsst ihr den Trick mit dem Weiß entfernen nicht machen. Und ja, so wie es jetzt ist, ihr seht, ich habe ungenau gearbeitet, es sind überall unschöne Stellen, auch bei den Katzen hier. Wie gesagt, je genauer ihr dabei arbeitet, umso weniger werdet ihr solche Stellen haben. Den ihr jetzt habt, den müsst ihr natürlich noch abspeichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr beim Speichern darauf achtet, wenn ihr dem Ganzen einen Namen gebt. Wir nennen das jetzt einfach mal Tutorial Render. Ups, vertippt. Tutorial Render. So, und ganz wichtig, damit GIMP auch die Transparenz beibehält, dürft ihr keine JPG-Datei daraus machen, sondern müsst eine .png-Datei machen, wie ihr es hier seht. Ja. Und das Ganze könnt ihr dann speichern. Dann werdet ihr noch einige Sachen gefragt. Da braucht ihr nicht großartig was ändern. Wenn ihr das mit dem weißen Hintergrund habt, dann braucht ihr die Hintergrundfarbe nicht speichern. Ja, und ganz wichtig, den Farbwert aus Transparenz speichern, damit das halt transparent bleibt. Und wenn ihr jetzt hingeht, das Ganze speichert und beispielsweise machen wir es anders. Machen neu, machen einen neuen Hintergrund, machen den Hintergrund einfach schwarz, weil schwarz schön ist, und machen da ein Muster drauf. So, dieses Muster in weiß, zack, jetzt habt ihr da ein Muster drauf. Und wenn ihr jetzt die Datei als Ebene öffnet, aus meinem GIMP-Ordner, Tutorial-Render, da ist er. Jetzt können wir die öffnen und abracadabra. Sie ist als neue Ebene vorne drauf und ihr könnt sie wie im letzten Video verarbeiten. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ein relativ kurzes und einfaches Tutorial. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!